Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der allerersten Ausgabe von Klartext hier auf YouTube. Ein ganz neues Format. Ich bin Tom Krohn und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen euch mit diesem Kurzformat in kleinen Folgen informieren und schauen, welche interessanten Menschen in dieser Krise kreative Ideen oder ganz besondere Momente erlebt haben oder tagtäglich für andere Menschen möglich machen. Wir wollen mit interessanten Menschen sprechen und schauen, wie sich die Lage in Deutschland über die Zeit entwickelt. Ich brauche euch nicht zu sagen, wie drastisch sich das Leben momentan verändert hat, denn das bekommen wir tagtäglich mit. Wer auf Lockerungen gehofft hat, der dürfte jetzt ziemlich enttäuscht dastehen. Denn viele Beschränkungen bleiben zunächst erst einmal bestehen. Die Virologen unterstützen diese Entscheidung, doch wenn es danach geht, dann werden wir auch noch in 2 Monaten zu Hause sitzen. Wie soll es also weitergehen? Wie soll man da eine Lösung finden? Es wäre doch nahezu ein Traum, wenn die Forschungszentren jetzt plötzlich einen Impfstoff oder ein Gegenmittel entdecken würden. Doch wie ist da der aktuelle Stand? Stehen wir der Entdeckung eines Impfstoffes vielleicht näher als gedacht oder ist das noch weit entfernte Zukunftsmusik? Wir sprechen Klartext mit unserer Redakteurin Marit Borchert. Hallo Marit. Hallo. Auch du bist uns aus dem Homeoffice zugeschaltet und hast dich von dort aus genau mit diesem Thema beschäftigt und hattest einen näheren Einblick in ein Unternehmen, das beauftragt wird, klinische Studien durchzuführen. Wie nah sind wir an der Entdeckung eines Impfstoffes? Ist das noch Zukunftsmusik oder stehen wir schon längst vor einer Revolution? Also mit Prognosen muss man prinzipiell etwas vorsichtig sein, da die Entwicklung eines Impfstoffs natürlich sehr zeitaufwendig ist und ebenfalls verschiedene Testphasen beachtet werden müssen. Wir können dennoch zuversichtlich sein, da die Forschung weltweit auf Hochtouren läuft. Noch nie wurde so schnell geforscht. Laut WHO, also der World Health Organization, laufen aktuell weltweit 41 Impfstoffentwicklungen, darunter zum Beispiel auch das deutsche Unternehmen CureVac aus Tübingen. Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung können wir ebenfalls von dem Vorteil profitieren, dass andere Coronaviren, wie das 2003 ausgebrochene SARS oder MERS-Virus bereits bekannt sind und die Forschung deswegen nicht bei Null anfängt. Deswegen gehen Experten, wie zum Beispiel der Impfstoffspezialist Stefan Becker vom Institut für Virologie an der Universität Marburg oder auch Frau Dr. Marlene Adlo, Leiterin der Infektiologie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf, davon aus, dass bereits nächstes Jahr ein Impfstoff verfügbar sein wird. Dies wäre ein riesengroßer Erfolg, da die Entwicklung eines Impfstoffs normalerweise mehrere Jahre dauert. Was sind klinische Studien überhaupt und warum sind sie so wichtig? Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung definiert klinische Studien als Brücke zwischen der biomedizinischen Forschung und dem Versorgungsalltag. Das heißt, sie sind elementar, um neue Methoden in den Markt zu etablieren, da diese erst dann für die Regelversorgung zugelassen werden, wenn ihre Wirksamkeit sowie Sicherheit durch klinische Studien nachgewiesen werden kann. Und wie laufen diese klinischen Studien ab? Da muss ja wahrscheinlich ein Mordsaufwand hinterstecken. Ja, dann hat man erstmal die Vorbereitungsphase. Diese Inhalte erst überhaupt erforschen. Daraus wird dann ein Studienprotokoll erstellt und das wird auch eingereicht bei der Behörde und einer Ethikkommission, zum Beispiel beim PAI, also dem Paul-Ehrlich-Institut. Danach erfolgt die Auswahl qualifizierter Studienzettel. Anschließend gibt es die Durchführungsphase, das heißt, Studienpatienten werden nach einer sogenannten Initiierung eingeschlossen und parallel erfolgt die Überwachung der Probanden. Dann erfolgt die Erhebung von Daten, um diese analysieren zu können. Insgesamt muss man diese Testphase nochmals in 4 verschiedene Phasen gliedern. Die erste Phase, also die First-in-Human-Phase, ist die Phase, wo das erste Mal tatsächlich an einem gesunden Menschen getestet wird, nach den Tierversuchen, um eben Informationen über Verträglichkeit und Unbedenklichkeit zu gewinnen. Dann erfolgt die Phase 2, da ist das Ziel, Informationen über Wirksamkeit und Dosis des Medikaments durch Tests an tatsächlich erkrankten Patienten zu gewinnen. Darauf folgt dann die Phase 3, das ist die Beobachtungsphase. Dort werden Daten zur Wirksamkeit im Alltag, also die Verträglichkeit und Sicherheit getestet. Und dies erfolgt an einer größeren Anzahl von freiwilligen Patienten. Nach diesen Phasen erfolgt die Auswertung der Daten und die Veröffentlichung dieser Ergebnisse.
und auch die gegebenenfalls und auch gegebenenfalls die Zulassung bei der Behörde, Krankenkasse und dem Bundesausschuss. Dann haben wir die vierte Phase, das ist die Abschlussphase. Das ist die Erhebung von Langzeitdaten nach der Arzneimittelzulassung. Sprich, wenn Verfahren bereits auf dem Markt etabliert sind, um die ganze Zeit Rückmeldungen über potenzielle Nebenwirkungen zu erhalten. Alles klar. Und du hast jetzt genau von eigentlich einem Vorgehen gesprochen, was ja eigentlich angeblich auch immer wiederholt wird. Aber das kann man wahrscheinlich jetzt auf nicht jede Pandemie anwenden. Wie würde das denn dann potenziell bei einer Corona-Studie ablaufen? Also im Grunde genommen würde eine Corona-Studie ähnlich ablaufen. Die Besonderheit ist hierbei allerdings, dass aufgrund der aktuellen Situation die Bearbeitungsfristen, sprich die Bürokratie, enorm gekürzt wurde. Und andere Studien sind derzeit zweitrangig, um schnellstmöglich ein Ergebnis zu erzielen. Und wie weit ist dieser Prozess jetzt aktuell? Also die Entwicklung eines Impfstoffes dauert, wie gesagt, noch. Allerdings wird nach Angaben des Bayerischen Rundfunks an einem Medikament unter Hochdruck geforscht. Sprich, dann nur so die bereits Erkrankten mit einem Therapiekonzept versorgt werden können. Sprich, die aktuelle Situation kann nur so verbessert werden. Als großen Hoffnungsschimmer, was man ja auch immer wieder in den Medien hört oder liest, gilt Remdesivir. Was ist Remdesivir? Remdesivir ist ein Mittel, das gegen Ebola entwickelt wurde und bereits Erfolge in Tierversuchen gegen SARS und MERS verzeichnen konnte. Darüber hinaus erwies es sich als verträglich in Tests mit gesunden Probanden sowie Ebola-Patienten. Laut dem Pharmahersteller Gilead laufen weltweit 7 klinische Studien. Also in den USA und China laufen bereits klinische Versuche. Und in Deutschland sind diese im Rahmen der Solidarity-Studie nun auch angelaufen. Daran beteiligt ist das Klinikum Schwabing, wie die Kliniken Düsseldorf und Hamburg. Gilead geht nun davon aus, dass Ende April bereits erste Ergebnisse vorliegen. Es gibt bereits teilweise Ergebnisse. Also zum Beispiel hat eine Klinik aus Chicago gute Ergebnisse mit dem Wirkstoff Remdesivir erzielt. Bei 2/3 von 53 behandelten Patienten per Zustand. Allerdings sind diese Ergebnisse nur teils aussagekräftig, da es keine Kontrollgruppe bei der Studie gibt, die mit einem Placebo oder einer anderen Medikation wurde und diese mit der anderen Gruppe, also der tatsächlich und dessen Wirkung, verknüpfen zu können. Eine andere Möglichkeit könnte das Rekonvaleszenz-Serum darstellen. Hierbei gewinnt man Antikörper von bereits infizierten Menschen und reichert diese im Labor an und versucht dadurch dann die erkrankten Patienten zu therapieren. Dieses Serum ist ein natürliches Medikament und hat daher wenig bis keine Nebenwirkungen. Außerdem ist eine hohe Wirksamkeit erkennbar, damit solch einer Therapie auch bereits Erfolge bei Ebola erzielt werden konnten. Die ersten Versuche sind nun im April an bayerischen Unikliniken gestartet. Allerdings berichtet der Virologe Hendrik Streck, dass die Entwicklung ebenfalls dauert und zudem ist die Produktion recht teuer. Wenn jetzt ein wirklich wirksames Medikament gefunden wird, was wird dann passieren? Weil eigentlich alle müssen mit diesem Medikament versorgt werden. Also wie ist da genau das weitere Vorgehen? Also dem Bayerischen Rundfunk zufolge würde dies natürlich schnellstmöglich verfügbar gemacht werden. Ganz egal, welches Unternehmen das Rennen im Kampf gegen das Coronavirus letztendlich gewinnen wird. Langfristig kann allerdings nur eine Corona-Impfung helfen, da nur ein wirksamer Impfschutz dafür sorgt, dass die Menschen nicht dauerhaft mit dem Coronavirus leben müssen. So, nach ausführlicher Recherche, du hast dich jetzt lange mit diesem Thema beschäftigt. Wie siehst du persönlich die Entwicklung? Wie wird es weitergehen und wann können wir mit dem Virus endlich abschließen? Naja, also es wurden ja bereits wieder einige Maßnahmen gelockert. Heute haben wieder einige Geschäfte aufgemacht und auch der Schulalltag läuft langsam und unter bestimmten Bedingungen wieder an. Nach Normalität sieht das Ganze natürlich noch nicht aus und da müssen wir uns auch noch etwas gedulden, da die Entwicklung eines Impfstoffs oder Medikaments leider nicht über Nacht passiert, weswegen uns die Corona-Pandemie noch einige Monate begleiten wird. Vielen Dank, Marit. Welche abschließenden guten Nachrichten gibt es noch für uns? Also weltweit wird geforscht,
Das heißt, die Gesellschaft kann sich definitiv auf die Forschung verlassen. Insgesamt wurde die Bürokratie gekürzt, um die Bearbeitung und Forschung schnellstmöglich voranzutreiben. Und ein weiterer Hoffnungsschimmer ist, dass die Experten sagen, dass ein Impfstoff bereits nächstes Jahr verfügbar sein wird und ein Medikament schon deutlich schneller. Wir werden die Corona-Krise also gemeinsam in den Griff bekommen. Doch das Wichtigste ist, dass wir Geduld bewahren, uns an die Maßnahmen der Regierung halten und vor allem unseren Humor in dieser Zeit nicht verlieren. Das ist richtig, liebe Marit. Wir bedanken uns vielmals für diese ausführliche Recherche und mach's gut. Klartext bedeutet für uns unterhaltend informieren und diskutieren und das Wichtigste charmant auf den Punkt bringen. Und das Besondere, ihr seid Teil des Ganzen. Schreibt uns einfach in die Kommentare, was euch interessiert und was ihr von Klartext erwartet. Abonniert uns jetzt auf YouTube, damit ihr keines unserer neuen Videos verpasst und schaut mal auf Facebook und Instagram vorbei. Da haben wir immer exklusive Backstage-Einblicke für euch auf Lager und immer aktuelle Informationen. Wir hoffen, euch hat die erste Ausgabe gefallen. Wir freuen uns über Kritik in den Kommentaren. Bis demnächst, macht's gut und bleibt gesund.